Diese staccatohaften Piepstöne sind in die Weltgeschichte eingegangen. 1957 funkte der erste Satellit sein Signal an die Erde, Sputnik 1. Mit einer Spezialkamera konnte die US-Luftwaffe den kleinen russischen Erdtrabanten sogar sehen. Sputnik war für den gesamten Westen damals ein Schock. Der Wettkampf der USA mit der Sowjetunion um diesen Erdsatelliten wurde von den Sowjetrussen gewonnen. Es war Kalter Krieg und Johann Dietrich Wörner damals 3 Jahre alt. Im historischen Rückblick bewertet der hessische Raumfahrtkoordinator den Start des ersten Satelliten als politisches Manöver. Das war gar nicht in erster Linie auf einen Zweck fokussiert, denn Sputnik 1 konnte nichts anderes als piep, piep, piep machen. Ja? Insofern war das erstmal nur eine Machtdemonstration, wie auch der Wettlauf zum Mond eine Machtdemonstration war. Es ging da nicht in erster Linie um Wissenschaft oder um Technologie, es ging einfach um, wer ist der Erste, wer ist der Schönste im ganzen Land. Diese Zeiten sind lange vorbei. Dennoch könnte man heutzutage den Eindruck bekommen, dass sich die Menschheit erneut ein Wettrennen im Orbit liefere. Das Schlagwort dafür New Space. Dazu gehört eine Flut von neuen Hightech-Satelliten, die im erdnahen Orbit kreisen. Teilweise nur so groß wie ein Schuhkarton. Kostengünstig produziert. Der Orbit ist Infrastruktur und wie alle Infrastrukturen, ob es die Straßen sind, ob es die Brücken sind, ob es die Häuser sind, können die auch zur Kommerzialisierung genutzt werden. Und so ist es auch mit dem Weltraum. Er kann kommerziell genutzt werden. Als Vorreiter der Kommerzialisierung gilt Elon Musk mit seinem Unternehmen SpaceX. Das lässt inzwischen im Wochenrhythmus eine Falcon 9-Rakete starten, meistens mit an Bord Starlink-Satelliten. Um so schnelles Internet auch in entlegene Weltregionen zu bringen. Kein Wunder, dass die meisten Satelliten deshalb auf die USA registriert sind. Insgesamt kreisen derzeit 4.852 Satelliten um die Erde. Auf die USA entfallen dabei 2.926. China hat inzwischen knapp 500 Satelliten ins All geschossen. Großbritannien 450, Russland 125 und Deutschland 44. Gerät beim Satellitenboom Europa ins Hintertreffen? Diese Frage wurde gestellt, als sich Mitte Februar die EU-Minister für Raumfahrt in Toulouse trafen. Mit dabei ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher. Ich als ESA will eigentlich auch eine ganz wichtige Rolle spielen, um Firmen aufzubauen in Europa. Natürlich, wenn wir einen Elon Musk in Europa finden würde, der so initiativ ist, würde ich mich sofort mit ihm zusammensetzen und Projekte diskutieren. Einen europäischen Elon Musk gibt es zwar nicht, dafür aber etliche kleine und größere Firmen. Zum Beispiel die Ariane-Gruppe mit ihrer Rakete Ariane 5. Das Nachfolgemodell, die Ariane 6, lässt allerdings seit mehreren Jahren auf sich warten. Die ESA selbst ist ungeduldig geworden. Die Behörde würde zum Beispiel auch gerne einen europäischen Astronauten auf den Mond schicken. Es ist sehr dringend. Wir wollen natürlich nicht ständig hinterherlaufen, sondern wirklich mitdiskutieren. Und deshalb müssen wir aufholen. Wir nennen das Accelerate. Und wir müssen beschleunigen in der Nutzung des Weltraums für die Gesellschaft, aber auch für diese Fragen der Human Exploration. Der Konkurrenzkampf scheint größer zu werden. Am Firmament wird es voller, weil der Zugang zu den Sternen immer leichter wird. Neben der Wissenschaft und staatlichen Akteuren erobern private Firmen den Orbit. Neben SpaceX will zum Beispiel auch Amazon eine eigene Flotte mit mehr als 3000 Satelliten aufbauen. Die EU-Kommission will 6 Milliarden Euro für ein eigenes Netzwerk aus Internetsatelliten investieren. Auch um gegen nichtdemokratische Staaten wie China zu bestehen. Sehr wichtig ist eine sichere Kommunikation. Und wenn ich sage sicher, meine ich wirklich sicher. Das heißt Quantentechnologie, eine spezielle Quantenverschlüsselung. Starlink und ähnliche Konstellationen haben den Weltraum inzwischen erobert. Von den insgesamt gut 4.800 Satelliten werden fast 3.500 kommerziell genutzt. Für die zivile Nutzung, zum Beispiel für die Wissenschaft, gibt es 150 Satelliten, staatliche gut 500. Militärische Satelliten, etwa zur Spionage, 411.
Der Weltraum ist zu einem neuen Ort geworden, an dem die Konflikte unserer Zeit stattfinden. Ohne die Beherrschung des Weltraums gibt es keine vollständige Macht. Nur so erreicht man seine Ziele und erobert neue Grenzräume. Frankreichs Präsident spielte Mitte Februar auch auf die Militarisierung des Weltraums an. Schon in den 1980er Jahren träumte der damalige US-Präsident Ronald Reagan von einem Satelliten- und lasergestützten Schutzschirm gegen feindliche Raketen. In den Medien kurz Star Wars getauft. Aus dem Vorhaben wurde nichts. Jetzt mit dem Ukraine-Krieg rückt allerdings auch der Weltraum wieder stärker ins Blickfeld der Verteidigungspolitik. Es gibt inzwischen Spionagesatelliten, die mit unseren eigenen Satelliten kommunizieren können. Und andere Mächte entwickeln Technologien, mit denen sie Objekte im Orbit abschießen können. Das alles ist nicht Science Fiction, das passiert schon heute. Unsere Konkurrenten investieren massiv darin. Forschungsprojekte mit Russland, wie die ExoMars-Mission, wurden wegen des Ukraine-Kriegs gestoppt. Hessens Weltraumkoordinator hofft, dass die Rivalitäten nicht noch weiter zunehmen. Wenn Sie zurückdenken an die Zeit des geteilten Deutschlands, DDR und Bundesrepublik, auch da gab es immer über die Wissenschaft enge Beziehungen. Und so hoffe ich auch, dass wenn wir erstmal diesen Krieg wirklich hinter uns haben, das ist jetzt das Allerwichtigste, dass man dann auch wieder vermutlich vorsichtiger als in der Vergangenheit, aber Zusammenarbeit anstrebt. Ich halte es einfach für eine Verantwortung der Menschen auf diesem Planeten zusammenzuarbeiten. Auf der internationalen Raumstation ISS wird die Kooperation mit Russland vorerst fortgesetzt.